Eine neue Folge HiFi Setup Tours. Geht sofort los. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge HiFi Setup Tours. Ich freue mich riesig drauf. Ihr habt mir weiter coole Sachen geschickt. Wir steigen sofort ein. Wir schauen mal zusammen in das Setup von Lars aus Büchen bei Hamburg. Und wir sehen da auf Anhieb was Interessantes. Er hat zwei Lautsprecherpaare im Einsatz. Bin ich mal gespannt, was es damit auf sich hat. Er schreibt, er hat Verschiedenes ausprobiert und sein Setup ist auch stetig im Wandel. Aber aktuell haben wir hier von NAD die Vor- und Endstufenkombination. NAD C165 BEE und NAD C275 BEE, die wir hier in dem Rack sehen. Ja, finde ich auch interessant, diese NAD oder NAT, wie ihr sagen wollt, Geräte. Dieser schlichte Look, einfach in diesem schwarz, schlicht, diese kleinen runden Knöpfe, finde ich einfach irgendwie auch so ein Signature-Look von denen. Wir sehen seinen Plattenspieler und er sagt, den hast du wohl schon direkt erkannt. Ja, so ist es. Wir haben den Project The Classic. Und er hat jetzt, glaube ich, nichts dazu geschrieben, aber ich sehe, da handelt es sich wohl um den MM-Tonabnehmer Ortofon Plek, wie es aussieht. Sein CD-Player, das ist ein Marantz ND8006. Und er schreibt, das ist ein echtes Multitalent. CD, Internetradio, LDNA, Apple Talk und natürlich alle Musikdienste. Ja, ich denke, diese Marantz CD-Player. Eine solide Geschichte. Zu den Lautsprechern schreibt er, hat er hier die großen, die wir außen sehen. Das sind Focal Aria 948 und die kleinen Lautsprecher, die wir da sehen, das sind DIY, also Do-It-Yourself Lautsprecher. Und ich muss dazu sagen, rein optisch finde ich die jetzt mal richtig schick. Also so ein Zwei-Wege-Standlautsprecher, vorne mit dieser Form eingearbeitet, vorne schwarz, hinten raus Holz, finde ich jetzt viel schöner als die Focal auf jeden Fall. Echt toll. Er schreibt dazu noch, ich dachte, die Illuminia 66 haben gar nicht genug Druck und ich müsste an meine alten Focal Onyx anknüpfen. Aber ja, die Focal haben natürlich mehr Druck und sind im Bass ein wenig tiefer, aber die Auflösung in den Scanspeak-Hochtönern des Do-It-Yourself-Lautsprechers sind unschlagbar. So etwas Feines habe ich bis jetzt nur bei den großen ELAC gehört. Er schreibt, Trolls Graveson ist Entwickler bei Scanspeak und entwickelt in seiner Freizeit mit den von ihm mitentwickelten Chassis ganze Lautsprecher auf hohem Niveau. Besonders die Frequenzweichen sind sehr genau auf die Chassis abgestimmt. Ja, also ich verstehe das jetzt mal so, als wäre das so eine Art Set-Do-It-Yourself-Baukit, das man sich bestellen kann, sich die Lautsprecher dann bauen kann. Echt ein mega interessantes Thema und ja, wie gesagt, finde ich, sehen echt cool aus. Er schreibt noch PS, ach ja, der Plattentipp John Martin Solid Air gefällt mir super. Ja, vielen Dank und so schließt sich wieder der Kreis, denn ich hatte damals den Tipp für diese Platte auch von jemand aus der Community in meinen Kommentaren damals bekommen. Und jetzt jemanden, dann hatte ich die Platte vorgestellt und ihr wiederum nehmt die jetzt auch wieder auf. So muss das sein. Toll. Vielen Dank für deine Einsendung, Lars. Das zweite Setup für heute kommt von Bastian aus Karlsruhe. Ja, Karlsruhe, Grüße, das ist ja gar nicht mal so weit von mir entfernt. Und wir schauen zusammen rein. Danke nochmal, dass du auf deinem Fernseher hier meinen Channel abgebildet hast. Cool. Er schreibt zu seinem Setup. Er hat Steckdosen von Phonosophie, eine Stromleiste, die Isotec Polaris, der Plattenspieler, den wir sehen, das ist ein AVM Rotation R2.3 La Rouge Edition mit MC-System AVM 3 Cadenza Red Tonabnehmer von Ortofon. Das einzige Produkt aus Deutschland, schreibt er. Ja, schickes Teil, muss auch irgendwie ins Setup passen, weil das ist ja schon ein Hingucker in dem Rot und mit dem wahrscheinlich Acrylplattenteller da. Ja, besonderes Teil. Phonoverstärker, das ist ein Trigon Vanguard 3. Eine Plattenwaschmaschine hat er, die Clear Audio Smart Matrix Silent.
Er benutzt einen Neim Audio NDX2 Streamer. Ebenfalls von Neim Audio hat er den CD-Player, den CD5 SI. Den kenne ich. Als Vollverstärker den Neim Audio SuperNight 3 mit externem Netzteil. SuperCap DR. Ja, der Neim Audio SuperNight 3, definitiv, glaube ich, ein echt feiner Vollverstärker. Ein Gerät, das ich auch damals, als ich noch überlegt hatte, kurz bevor ich den Hegel gekauft habe, nah in meiner Auswahl waren. Oder eventuell der Vorgänger SuperNight 2, den man gebraucht ja auch ganz okay bekommt. Tolle Geräte auf jeden Fall und ich finde auch optisch. Also da, die haben auch so einen Signature-Look, nein, mit ihren Geräten auch schwarz, auch diese runden Knöpfe und dann diese, ja, ich sag mal, giftgrüne Nein-Beleuchtung da. Mich persönlich spricht das an. Verkabelung, schreibt er noch, hat er Neim Audio Super Lumina DIN-Kabel, Lautsprecherkabel, Neim Audio Super Lumina 2x3 Meter. Ja, definitiv hier ein Neim-Lover unterwegs, würde ich sagen, aber cool, so hat jeder so ein bisschen so sein Faible. Stromkabel, auch von Neim Audio Powerline und die Lautsprecher, die wir sehen, das sind Qdos X2. Er schreibt dazu: Ich bin sehr zufrieden mit dem Klang und besonders möchte ich die kleinen Qdos-Lautsprecher loben. Die haben eine irre Spielfreude und mit dem Bass über Downfire-Prinzip unkritisch bei der Aufstellung und ganz wichtig, die können auch leise richtig gut und das mit allen Musikrichtungen. Ja, das finde ich cool. Interessant, deine Lautsprecher da sind mir völlig unbekannt. Downfire-Prinzip habe ich verstanden, ja. Coole Sache, dass auch das leise Hören da Spaß drauf macht. Das ist, glaube ich, ja, ich finde, ich höre gern ein kleines bisschen Überzimmer-Lautstärke, aber doch auch super, wenn die Anlage so spielt, dass es auch in geringeren Lautstärken ein tolles Erlebnis ist. Ja, und apropos Neim-Fan, man sieht ja auch da auf seinem, was ist das, CD-Regal, da auch hier irgendwie ein Edelstahl-Neim-Logo obendrauf. Ja, also ich finde es cool, mich spricht es an, das ergibt ein Bild und mal wieder eine interessante Anlage. Vielen Dank, Sebastian. Das nächste Setup kommt von Thomas. Und lasst mal den Blick über dieses Setup schweifen. Sehr, sehr interessant, was ich da sehe. Er schreibt dazu: Nach nun 40 Jahren fleißigen Sparens habe ich es nun endlich geschafft, mir meine Träume im Phono- und CD-HiFi-Bereich zu erfüllen. Und glaube, dass dies nun meine endgültige Fassung sein wird. Ja, das ist ja immer so eine Sache bei uns HiFi-Verrückten, ob das dann wirklich die finale Fassung ist. Aber selbst wenn noch mal was anderes kommt, ist ja okay. Wie wir alle wissen, gehört das zum ganzen Spaß dazu. Was wir hier sehen, ist ein Plattenspieler, natürlich Transrotor ZET1 mit Dynavector DV10X5 MK2 Neo MC-Tonabnehmer. Er schreibt, wird zu mindestens 95% zum Musikhören genutzt. Ja, bei mir ähnlich. Also bei mir ist eigentlich, würde ich sagen, 98 bis 99% der Plattenspieler am Laufen und nur ganz, ganz selten mal eine CD. Ja, die Phono-Preamp, Vincent PHO 701. Eine Preamp Macintosh 10220 Röhrenvorstufe. Passend dazu Endstufe Macintosh MC275. Die Lautsprecher, die wir sehen, die haben wahrscheinlich die meisten erkannt. Das sind B&W, die 804 D3. Ein ganz toller Lautsprecher. Ich muss vor allem sagen, in dieser Version, unabhängig davon, dass ich finde, dass es bei dir ganz gut reinpasst, finde ich das einen ganz edlen Look, diese Silber-Schwarz-Kombination. Er hat einen SACD-CD-Player zum Musikstreamen über die Logitech Squeezebox Macintosh MCD 500. Und er hat noch einen Marantz SR7013, das Ganze nur für TV und Blu-ray. Das ist der, ja, optisch bolidenmäßig anmutende Amp ganz unten in seinem Rack. Er hat ebenfalls Plattenwaschmaschinen, einmal Project Plattenwaschmaschine und für die Feinheiten, schreibt er, hat er noch eine Dekritter. Ja, mega. Dekritter finde ich toll, würd ich echt gerne mal ausprobieren. Echt sehr, sehr tolles Setup, Thomas.
Was ich von Macintosh-Produkten halte, das wissen ja die meisten. Ich finde das optisch nach wie vor eines der Highlights im HiFi-Bereich. Klanglich ist es natürlich immer Geschmackssache. Ich selbst habe noch keine Macintosh-Anlage richtig gehört, deswegen will ich das nicht beurteilen. Aber es ist ein ganz tolles Setup. Weiß nicht, vielleicht würde mich sogar in deinem Fall jetzt hier der dicke Maranz unten, den du für Fernsehens benutzt, etwas stören in der Optik. Aber ja, ist natürlich platzmäßig immer etwas gebunden. Vielen Dank, Thomas. Und das vierte Setup von heute, das kommt von Marc. Und ich freue mich richtig über diese Einsendung. Warum? Weil es einfach mal nochmal ein eher simples Setup ist, was aber gar nichts macht, sondern ich, ja, wie gesagt, froh drum bin, dass zwischendrin auch mal nochmal sowas kommt. Weil es hat ja nicht jeder die Ambition, sich so eine High-End-Anlage hinzustellen, sondern es sind sicher auch einige dabei, die eher im Einsteigerbereich unterwegs sind. Und da ist das halt eben auch mal interessant. Schauen wir mal zusammen rein. Er hat das hier richtig schön oben nebeneinander stehen, hat hinten seine Queen-Platten platziert. Ja, und was sehen wir hier? Wir sehen den Audio-Technica-Schallplattenspieler ATLP120XBT-USB. Eine Art Soundbar. Und ich muss jetzt mal schauen, was schreibt er dazu? Er schreibt, wenn es um Menü geht, dann kann ich entweder die Schallplatten über den links vom Plattenspieler stehenden Com Audio Musical hören, über Bluetooth, also sein Soundbar-System, aber er bevorzugt das Ganze sitzend in seinem Hörsessel mit Kopfhörern zu genießen. Unter anderem Sennheiser HD 800S oder auch den Dan Clark Audio Noir. Er schreibt, Kopfhörer ist anscheinend so sein Ding und da gibt es feine Unterschiede, auch je nachdem, was für eine Platte man hören will. Auch über die Polster an den Kopfhörern schreibt er, dass er da gerne mal was austestet. Wir sehen hier auch den Kopfhörerverstärker, den er benutzt. Und zwar ist das Phonitor XE von SPL. Das Ganze kommt aus dem Studiobereich, wie er sagt. Genau, er schreibt. Hier die Fotos meiner HiFi-Ecke der etwas anderen Art. Ja, ist es, aber völlig in Ordnung. Worum geht es? Es geht hier um Musik, es geht um die Schallplatte und es geht hier ein bisschen um die Technik, wie hier jeder auf seine Art und Weise das Ganze genießt. Und das macht er hier. Mir gefällt das auch, wie die Kopfhörer hier in dem Schrank stehen. Auch noch so ein bisschen beleuchtet. Da sieht man ja irgendwie die Leidenschaft für die Kopfhörer. Auch cool. Ja, kann ich nur sagen, Marc, vielen Dank für deine Einsendung. Bevor wir heute zum letzten Setup kommen, möchte ich nochmal jedem Bescheid sagen, der auch Lust hat, mir sein Setup zu schicken. Schickt mir das Ganze mit ein paar schönen Fotos an info@soundandgrooves.de und ich möchte euch bitten, schreibt mir gerne eine längere E-Mail, wie ihr möchtet, das ist mir ganz egal, aber bitte schreibt doch euer Setup, die Komponenten in einen Block, schön kompakt, ohne groß Geschnörkel drumherum. Das ist für mich einfacher, wenn ich die Videos mache, dass ich sehen kann, um welche Komponenten es sich handelt. Sonst muss ich mir die so aus dem Text rausfischen. Wie gesagt, schreibt mir trotzdem gerne einen großen Text dazu, wenn ihr das möchtet, aber ein bisschen abseits von der Auflistung von eurem Setup. Und rein geht's ins letzte Setup für heute. Das kommt nämlich von Yannick aus Landau. Und das sieht ja auf den ersten Blick mal richtig wohlig und irgendwie auch super clean aus. Wir sehen hier den absoluten Klassiker Technics SL1210 MK2 Plattenspieler. Er schreibt, modifiziert mit durchgängiger Verkabelung und tonarm Silikonöldämpfung. Er schreibt, er hat schon einige Plattenspieler getestet und irgendwie komme ich immer wieder zum Technics zurück. Das Teil ist einfach unfassbar flexibel, Headshell-Montage zum Beispiel, und klingt wirklich klasse. Ja, also über dieses Gerät muss man wahrscheinlich nichts mehr sagen. Wenn jemand hier einen soliden Plattenspieler haben möchte und seine Ruhe haben möchte, dann ist diese 1200er Technics-Reihe mit Sicherheit eine Bank, auf die man sicher setzen kann, ohne sich weiter groß Gedanken machen zu müssen. Ganz klar, ich kann das auch gut verstehen. Für mich ist halt eben irgendwie diese, ja,
sag mal so salopp, diese DJ-Optik, die mich hier irgendwie nicht so 100% anspricht bei dieser Art von Plattenspielern. Aber das hat ja nichts mit dem Klang und der Technik zu tun. Die sind natürlich trotzdem ganz tolle Geräte. Er hat drauf einen Benz Micro Wood L2 Tonabnehmer. Er schreibt, retippt mit Micro-Rich Nadel auf Baron. Er hat eine Vertere Phono MK2 Vorstufe mit zahlreichen Einstellungen für verschiedenste Tonabnehmer. Ja, das ist natürlich super, weil man so ein Technics hat, wo man schnell die Headshell mit Schnellverschluss wechseln kann und da, sagen wir, je nach Musikrichtung mal schnell was ausprobieren kann. Da braucht man natürlich auch die passende Phonostufe, die man da dementsprechend anpassen kann. Einer der schönsten Verstärker aktuell, wie ich finde, der Technics SUG 700. Er schreibt, sehr klarer und neutraler Verstärker. Ich bin aber aktuell auf der Suche nach einem Sachin A 21. Ja, ich finde den, also klar, wenn man einen Technics hat und will da was Passendes dazu, dann liegt natürlich dieser Verstärker zum Beispiel nahe. Ich finde es ja ganz toll. Irgendwie, den hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal. Die VU-Meter, toll. So eine Mischung zwischen Vintage und doch trotzdem in die Moderne gezogen. Ein ganz tolles, schickes Gerät. Die Lautsprecher, das sind Audiophysics Classic 5. Kleine Standlautsprecher mit sehr detailliertem Klangbild, schreibt er. Ja, gefallen mir sehr gut hier wieder. Ihr wisst ja, ich stehe so ein bisschen auf diese Holzoptik. Das Ganze hier recht schlank gehalten. Ganz schicker Lautsprecher. Und Audiophysics habe ich schon öfters mehr als Gutes gehört. Cinch und Lautsprecherkabel hat er von Sommer. Ja, auch Sommerkabel. Ein interessanter Kabelhersteller, der, glaube ich, im auch Preis-Leistung sehr interessant ist. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wer Erfahrung damit hat. Stromkabel von Targa und für gelegentliches Streaming schreibt er einen kleinen Amazon Echo Link. Ja, gefällt mir sehr gut. Hochwertig und trotzdem schlicht das ganze Setup. Irgendwie passend dazu hier auch der. Dieses Sideboard, wo der Fernseher draufsteht, jetzt klar, du hast wahrscheinlich auch vom Platz her das so gemacht, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest das kleine Solid Steel Rack da weglassen und den Fernseher weg, das Sideboard mittig und dann der Plattenspieler und nebendran obendrauf auf dieses Holz-Sideboard den Technics-Verstärker, das würde mir optisch. Das würde, glaube ich, richtig toll aussehen. Ich sehe auch, du hast noch hinter den Lautsprechern Absorber, ein bisschen Akustik-Treatment. Ich glaube, dass auch du richtig viel Spaß hast mit deiner Anlage. Toll. Vielen Dank, Yannick. Ja, das waren mal wieder fünf tolle Setups, wie ich finde. Egal, ob das Setup 500 Euro kostet oder 50.000, das ist mir Wumpe. Ich kann mich da immer dafür begeistern, weil ich kann mich da irgendwie auch in euch reinversetzen, wie ihr da Spaß dran habt und auch stolz auf eure Anlage seid, egal in welchem Preissegment. Nur weiter so, her mit euren Setups und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.